Und nochmal. Und ja, die machen es mir nicht leicht. Der nicht, der nicht. Der. Der. Och, das ist doch nicht wahr. Ach, hör auf. Ich muss da gar nicht lang. Ach, wieder die Spammer unterwegs. Da kommt er gerade. Oh, nur ein Secret, oder? Ja. Es ist nur ein Secret. Puh. That strange reason. Oh, danke. Jabba, Twama, Kappa, Tempa, Cha, Chompa, Hees. Taqua, Chindolia, Mapola, Tasmako. Sakitbo, Kava, Rika, Hees. Zoom. Hier bricht keiner was. Okay, wir sind auf alle Fälle da. Speicherst du bitte jetzt? Die Wache hat den Schlüssel.
Oh, auf jeden Fall. Aber. Ich muss nichts finden, bevor sie ihm was antut. Ja, doch, das schaffen wir schon. Was ist denn hier hin? Ach so, das. Ach, hier hätten wir uns vorbeischleichen können, sehe ich gerade. Ja, das hatten wir ja nicht gebraucht. Puh, aber das. Was ist das? Meister Fortuna, Partesa, ist schon wieder krank. Er kann nicht noch mehr Detonatoren fressen. Kopfgeldjäger sind schlecht für ihn. Er braucht 10 weitere Tage gutes Fleisch und Getreide. Bist du nix? Der Horst überhaupt nicht wieder gut machen. Ach, guck mal. Interessant. Okay. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Der Palast ist riesig. Was will Jabba überhaupt mit Nix? Nerkaren sind sehr selten. Und Jabba ist ein Sammler. Ich würde davon ausgehen, dass du Nix in seiner Menagerie findest. Ich hoffe, es geht ihm gut. Weiter. Er muss einfach hier sein. Immer noch keiner Dame aus Lü. Ach du Scheiße. Jabba sammelt Kreaturen. Weiter! Ha!
Shit. Ja, das glaube ich auch. Ich hab so ein Glück. Das ist scheiße. Da habe ich mich gerade ein bisschen erschreckt. Ich muss diese scheiß Daumentaste abschalten. Das ist ja schlimm, ne? Wenn ich hier so mache, dann passiert das. Die ist halt... ich muss die deaktivieren. Wenn ich dann so in die Hektik gerate, weil es verdammt kompliziert ist, hier in der Rolle zu bleiben, also sprich hier zu schleichen und Co. Und dann passiert sowas. Das Exemplar ist ein warmblütiges männliches Säugetier. 6 Kopftentakel, große Augen, ausfahrbare Krallen, ein Mund voller scharfer Zähne. Der Bestienmeister wurde gebissen und wird auf eine mögliche Vergiftung untersucht. Wir haben die Kreatur in einen Käfig gesteckt und werden ihr ein Fünftel in der Portion Brei und Fleisch geben. Wenn Jabba ihr überdrüssig ist, verfüttern wir sie an die Nix. Bitte sei gesund, Nix. Bitte sei gesund. Da haben wir eine Schlüsselkarte. Okay, wo muss ich lang? Da lang, wa? Nix? Bist du hier? Wir werden auch auf den Bestienmeister treffen, ne? Nix? Ich höre dich! Ich bin hier! Nix? Ah, nee, die auch nicht. Ey, die Tastatur hier, die macht mich kirre. Okay. Ich hol dich da raus. Kann ich irgendwas fallen lassen? Passiert nie wieder, in Ordnung, Kumpel? Komm, verschwinden wir hier. Speichern, bitte. ND5? Ich hab ihn. Ist er verletzt? Nein, ich glaube nicht. Moment, hast du dir etwa Sorgen um ihn gemacht? Verschwindet einfach von dort. Leise. Wenn man euch findet, kann euch niemand retten. Na gut. Schlafen alle. Ach, guck mal, da ist der Han Solo. Hans Olo. Oh, oh,
Jabba, richtig? Gut, mach keinen Fehler. Meine Crew hat einen Palast. Okay, wir überspringen diesen Teil. Uba Katinkabel. Chiwanga Tituki Zerebesh Samaga Chisa. Also, wann wirst du mein Kopfgeld löschen? Nobata Wanga Mucha Tuta Jay. Weißt du, das ist lustig. Wollte ich auch gerade sagen. Der Deal war, sie gehört mir. Serenbestiga Huha Bedwana Jay? Micho Babasha Dojo Fischbo. Zieh mich hoch! Den schaffen wir! Oh, was für alles. Besser du als ich. Oh. Oh. Hat er verdient. So viel zur Crew, würde ich mal sagen. Beweg dich. Schalt sie aus und geh zu der Tür. Also, fliehen wir? Ja, Beth, wir fliehen. Kennst du einen Weg hier raus? Aha. Und du wirst mich mitnehmen. Aha. Und wenn wir draußen sind, lässt du mich gehen? Wir gehen zum Hangar. Da ist mein Chef. Ach, das werte ich als nein. Warum kennst du dich hier so gut aus? Alle Syndikate denken doch gleich. Kennt man einen Verbrecherpalast, kennt man alle. Ha, gut zu wissen. Okay. Tja, ich würde mal sagen, damit ist die Quest jetzt für den Orsch. Was ist dort, ne? Oder? Der ist tot. Wie ist der Trankor? Ja, ne? Warte mal. Ne, ich hab nichts gesehen. Verdammt. Aber da ist irgendwas noch. Was war das? Ich hab ne Ahnung. Wenn ich recht habe, müssen wir weiter. Sofort. Schick die Wände da unten jetzt! Nicht trödeln! Hulu! Do Sago do Bielia Nix! Den Blaster! Was? Warum rennt die da vor, Mann? Werdet ihr bereuen! Muss sein. Klingt, als käme es näher. Ich ahne ja, was es ist. Wollen wir wetten, dass das Tor zugeht, wenn ich jetzt wegrenne? Ah, ich und meine Klappe. Na los! Nein! Oh, das war knapp. Ein Drachenkorb. Los, Beeilung!
Ich muss da ablenken. Oder oben ist irgendwas zum. Okay. Wie bist du? Was machst du da? Ich suche einen Weg hier raus. Häng das Ding ab. Ich mach die Tür auf. Dritte! Vorsichtig! Ach, da geht's nach draußen. Ja, Bell, war lustig mit dir, aber. Nein. Es ist noch nicht vorbei. Blaster können dem Ding nichts anhaben. Wir müssen es mit was Größerem treffen. Diese Treibstoffteile über uns könnten klappen. Ergebt euch. Jetzt. Akku. Och nein, komm. Na los. Nein, 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 nein. Was machst du da? Ich suche einen Weg hier raus. Lenk das Ding ab. Ich mach die Tür auf. Los! Los! Blaster können dem Ding nichts anhaben. Wir müssen es mit was Größerem treffen. Diese Treibstoffteile über uns könnten klappen. Ja, das hat ihm gar nicht gefallen. Jetzt lock ihn zur Tür. Okay. I see. Mach mal! Wie wär's mit... Wow, gut gemacht, Kay. Ich hab hier zu tun. Bale, die Schiene klemmt. Kriegst du das wieder zum Laufen? Ich kann die Steuerung hacken, aber mein Huttisch ist angestorben. Du musst das Vieh so lange abwehren. Oh, klar. Kein Problem. Oh, renn doch einfach. Ihr seid nichts. Das sollte es sein. Wenn du mit S mehr Gegner meinst, dann ja, das ist es. Ich dachte, Besen heißt Schiene. Nein, das heißt Tür. Du brauchst, Circuit. Weißt du was? Ich hab eine bessere Idee. So, ich hab's jetzt gehackt. Endlich. Alter! Leg sie um! Ist das nicht schon schwierig genug? Oh, gar nicht mal schlecht. Du wirst das nicht überleben. Voll. Das kommt schon, das ist unfair. Vorsichtig. Und nochmal. Komm schon, gib endlich nach. Wow, gut gemacht, ey. Alter! Mann! Tut mir leid, wo waren wir? Der Strom ist weg. Was? Ich hab mein Gott. Du musst den Strom umleiten, damit ich das Ding wieder hochfahren kann. What hey, the wollen fuck? Wir Plätze tauschen? Nein. Wonach genau suche ich, Bale? Eine Art Kondensator, nehme ich an. Er müsste einen Hebel haben, um das System neu zu starten. Gleich haben wir's. Wieder online. Du kannst jetzt durch die Tür brechen. Gut, halt dich bereit. Scheiße.
Vale. Gut gemacht. Los. Oh, echt jetzt. Hasse de Pugno. Huhu. Actionladen ist es wirklich, doch. Lass mich mit ihm reden. Erhabener Jabba, fangen wir noch mal von vorne an. Wir entschuldigen uns für die Beleidigung und erbitten eure Gnade. Forza du Granja Titoki, Giventa Sajota. Und was die Bezahlung angeht. Abgemacht. Vika inja bestim kampund. Kusma do iab. Das Bestin-Gelände steht unter imperialer Kontrolle. Serek Besh und das Imperium? Chubatinka no battle. Stimmt ja, Jabba fällt ja in dieses riesengroße Loch rein, ne? Hey, ich krieg das alleine hin. Ich brauch sie nicht. Wota uba nichu no lia mapit. Tungam na uba bola marankor. Vinja duba miki. Aje otogranta do utrata. Atima bola. Das war gerade ein bisschen heftig. Richtig, richtig heftig. So. Wie ist denn unser Ruf bei? Schlecht. Aber immerhin werden wir nicht kaputt gemacht. Ist hier was Hübsches bei dir? Hast du was, Kleiner? Tja, da steht er nun. Was war das? Carbonit, ne? Stimmt, genau, die Kette. Guck mal, synchron. Darf ich durch? Danke. Stimmt, Lea erwürgt ihn ja mit der Kette. Hey, wir sitzen fest. Fortuna hat klar gemacht, dass wir nicht weit kommen, wenn wir abheben. Er hat auch einen Rancor erwähnt. Ja. Stellst du mich zu Jaylen durch? Einen Moment. Ich nehme an, du hast gute Nachrichten, Kay? Haus ist raus. Er ist tot. Ah. Das macht es sogar für ihn schwer, noch von Nutzen zu sein. Und ich hab's mir mit Jabba verscherzt. Er lässt uns nicht vom Planeten und irgendwie arbeite ich jetzt mit dieser Kopfgeldjägerin, die... Hey, alles gut. Im Haus passen wir uns an. Stell dich wieder gut mit Jabba, verschwinde von Tatooine und dann überlegen wir, wie es weitergeht, ja? Ja. Gut, okay. Ach ja, übrigens, ich habe mit ND5 geredet und dir etwas auf deinem Schiff hinterlassen. Das sollte helfen. Oh, danke, Jaylen. Du arbeitest mit Vale? Ist eine lange Geschichte. Hm.
Wes, ich habe hier einen Aussichtspunkt. Woher hast du meine Frequenz? Ich habe dich gescannt, sobald wir aus dieser Grube raus waren. Ich lasse dich kein drittes Mal entkommen. Komm zum Vorsonnenfeuer, dann bringen wir es hinter uns. Okay. Ja, wenn wir fertig sind, blockieren wir auf jeden Fall ihren Funk. Oh, guck mal, hier ist ein schwimmender Stein. Hat doch bestimmt eine Bewandtnis. So, lass mich mal gucken. Das ist Jabbas Gunst, die Quest. Da wollen wir jetzt nicht hin. Ich will... hier hin. Genau, weil wir haben ja was auf dem Schiff. Ihr wartet noch etwas auf dich, Kay. Wird gemacht. 1000 Credits, okay. Und eine Komponente mit hoher Kapazität. Aha. Last Upgrade. Ich komme. Der Powerschuss, geht der jetzt so schneller? Er zeigt beim Abkühlen ein zweites Zeitfenster, das mit dem richtigen Timing. Achso, okay. Was machen wir beim Ionen? Auch Zeitfenster. Dann setzen wir erstmal den. Ja. Ach, der Kleine. Hier was Neues? Nein. 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 Da auch nicht. Nein. Okay. Dann müssen wir noch gucken, ob wir... hier ist doch bestimmt irgendwo ein Schiff-Upgrade möglich. Zeige mal die Karte. Was haben wir denn hier? Schatzjägerpfad. Orientierungspunkt, Landezone. Gab's hier was? Nee. Gibt's hier echt nichts? Ich kann jetzt das Schiff nicht aufwerten. Taschendiebstahl bei den Imperialen. Na, warte mal. Wir machen mal das hier noch aktiv. Kennst du Quint? Jetzt ist sie das Gesetz, aber ihre Vergangenheit ist so unstet wie meine. Ich habe sie bei einem Duell gesehen und sie hat einen raffinierten Blaster-Trick drauf. Ich weiß zwar noch nicht, was ich suchen muss, aber ich gebe mir Mühe. Warte mal, zeig mal her. Wir müssen wahrscheinlich irgendein Gespräch belauschen oder so. Sarek Vesh will sich die Schmuggelrouten der Hutten krallen. Eine gute Art zu sterben, falls Jabba es herausfindet. Das weiß er bestimmt längst. Sie sollen auch schon die Hälfte der Falkrouten übernommen haben. Oh, warte mal, die Bar ist jetzt offen. Ich habe das Geld hier. Das kann ich nicht nehmen. Ich hätte aber aus Eisling nie verlassen dürfen. Als du sagst, dass es gefährlich ist, habe ich das nicht ernst genommen. Aber diese Hitze, die Hutten, die Piraten, die Farm ist nicht zu halten. Ich versuche herauszufinden, was ich tun soll. Und ich habe meine Wertsachen so lange in der Hülle versteckt. Ich dachte, ich könnte glücklich werden, aber das bin ich nicht. Ich bin nur glücklich mit dir, das weiß ich jetzt. Und weist zahlende Kundschaft ab? Jetzt läuft alles über das Imperium. Und die wollen ihre Steuern in Kredits. Was anderes kann ich nicht annehmen. Kein Laden kann das. Dann hast du wohl Pech. Was ist mit diesem Schmuck? Der ist viel wert. Kein Tauschhandel. Was ist mit dir? Ich gebe ihn dir für einen guten Preis. Du kannst ihn für viel mehr weiterverkaufen. Ich brauche nur ein paar Kredits für Wasser. Kaufst du ihn mir ab?
10 Kredits? Klar, das kann ich machen. Hier sind die Kredits für eine Ration Wasser. Danke. Gib doch noch Mitgefühl in der Galaxis. Achso, die haben wir aktiv, okay. Das ist unmöglich. Mit unseren Gleitern schaffen wir das nicht. Na klar, wenn... Hey, was habt ihr vor? Klingt nach einem Gleitertrick. Geht dich nichts an, Außenbettlerin. Moment mal, da fällt mir was ein. Hast du Höhenangst? Nein. Wozu versucht ihr mich hier gerade zu überreden? Wir haben eine neue Route gefunden, aber dafür muss man in der Wüste über eine Schlucht springen. Ah, und ich wette, diese Abkürzung erspart euch einen Kontrollpunkt der Hutten. Und ihre Steuern. Ich kann es probieren, aber ich arbeite nicht umsonst. Das lohnt sich auch, wenn wir teilen müssen. Wir sehen uns dort. Die Schlucht, okay. Aber es ist nicht das, was ich... Leicht verdientes Geld. Was? War etwa noch einer hier? Hey, ich habe gehört, wie ihr von einem Schatzjäger geredet habt. Weißt du, wohin er wollte? Möglicherweise. Für ein paar Kredits verrate ich's dir. Alle kommen. Na schön. Aber sag mir alles, was du weißt. Hey, ich tue dir einen Gefallen. Dieser Schatzjäger hat nach einem Turm in der Wüste gesucht. Hat sich ständig umgesehen und auf irgendein schräges Gerät geschaut. Ha, in Ordnung. Das ist gut zu wissen. Danke. Auf einen Turm. Ach so, wir haben ja schon da hinten. Ach du Gott. Können wir irgendwo schnell hinreisen? Nö. Echt nicht? Oh Gott. Ja, wir müssen das echt so weit mit dem Moped fahren. Na los, das geht schneller. Huch. Aber wo ist denn eigentlich die... Da, wo wir springen müssen, weißt du? Das fehlt mir gerade. Schatzjäger, ziel ist klar. Die Schlucht war das, ne? Genau. Wo ist die Schlucht? Sind jetzt da? Okay, ich glaube, wir sind da auf die britische. Ah, nee, da brauchen wir nicht. Schickt da!
Wirklich? Das war knapp. Ah, hier sind wir. Hier waren wir schon. Hier bin ich abgestürzt beim letzten Mal. Mehr Schnellreisepunkte hier wären richtig super. Was für eine Höhle? Kurz mal gucken. Schatzposition. Das ist gut. Der Turm, was sagt das Journal? Nee, welche Quest ist jetzt gerade aktiv hier? Verdammt. Die nennt sich Schatzjägerziel. Okay. Da. Zur nördlichen Grenze, Dünenmeer und nördlich, okay, Gleiter. Müssen wir also theoretisch den Gleiter finden. Fahren wir. Was ist denn der Suchbereich? Er ist groß. Dann tippe ich mal da drauf, dass es hier irgendwo ist. Da wo wir gerade hinfahren. Hä? Da ist der Gleiter. Das sieht nicht gut aus. Wir sollten der Spur folgen. Das muss der Schatzjäger gewesen sein.
Brecherspur. Okay, ganz locker. Nicht schlecht. Gut festhalten. Irgendeiner am Boden, verdammt, ey. Ach, das Ding hat ganz schön was abbekommen. Hoffentlich funktioniert es noch. Ha. Keine Spur von diesem Schatzjäger. Ob er überhaupt noch lebt? Ach, geschafft, nix. In Ordnung, stabiles Signal. Gibt es einen großen Hinweis? Nee, es gibt nur Tatooine. Haha. Aber das könnte das Gebiet sein. Von der Form her. Da unten. Es ist öfter passiert schon, dass da irgendwas verschwindet. Ne? Also ich glaube, das ist es nicht. Warum kann ich nicht immer den Scanner laufen lassen? Na schön, dann schauen wir mal. Genug gelaufen, nix? Ja, auch immer wieder. Thank you.
Nee, das ist es, glaube ich, auch nicht. Was ist das? Achtung, Wurmzeichen. Signal erkannt. Nicht jetzt. Zeig mal her. Doch keine Spur vom Schatzjäger. Ja, das Doofe ist, dass man... einen expliziten regionalen Hinweis bekommt. Das da könnte was sein. Oder auch nicht. Es sei denn, ich bediene mich vorher. Festhalten! Okay, das da unten überlebe ich, glaube ich, nicht. Alter. Sure, da muss ich hin. Der springt gleich natürlich komplett hoch. Wehe, da ist nichts Schickes drin. Schreck mich doch nicht so. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Habe ich schon mal gesehen. Das war's. Lass mal sehen, was du hast.
Ballerknopf. Was auch immer der macht. Was macht denn der? So, weiter auf der Suche. Schatz. Fusionsschneider, okay, da kommen wir nicht weiter. Dafür brauchen wir erst noch ein. Wow. Noch ein Upgrade. Toll, super. Ja, das tat weh. Bereit, Nix? Gucken. Das muss irgendwie hangen, seit's eine Schräge sein. Vielleicht erkennen wir irgendwas hier in der Form. Das hier hätte ich gesagt. Wobei, nee, das ist zu verkeilt hier. Aber das oder das hier. Eigentlich sieht das schon der Sache ähnlich aus. In Ordnung, stabiles Signal. Das werde ich später finden. Oder kriegen wir da irgendwie was Besseres hin? Oh, aber das könnte aber...
Dann wird es noch eine Herausforderung, das zu finden. Also hier drüben glaube ich eher weniger, da ist Schicht im Schacht. Das könnte. Nee, das ist die. Das sieht ganz anders aus. Na schön, dann schauen wir mal. Das sieht ganz anders aus, siehst du? Das ist wie eine Art Durchfahrt und dann an einem Hang. Ein anderes Mal. Da oben ist irgendwas drin. Aber schön sieht's aus, ja. Das musst du erstmal alles bauen. Halt dich fest, Nix! Weißt du, wo wir sowieso schon gelandet sind, könnten wir auch gleich am Schiff arbeiten. Wir könnten zum Beispiel ein neues Geschütz gebrauchen. Da kommt man derzeit gar nicht so leicht ran. Vielleicht hast du auf dem Markt von Mos Eisley Glück. Ach, gucke mal. Großen Überblick, aber ich glaube nicht, dass er das ist. Jetzt sind wir schon hier oben. Nee. Könnte der. Wobei, das hier sieht aber wirklich danach aus. Lass uns mal hier hinfahren. Mal hier. Wenn ich mir das hier angucke. Ich kann leider nicht so stark runterzoomen, aber ich glaube. Hier ist nämlich der Durchgang. Ich glaube, das ist das. Aber wo ist der Weg? Wir sind hier immer nämlich durchgefahren. Wir müssen dort rein. Da sind doch ganz viele Schätze. Da fahren wir hin. Ich glaube, ich sollte hier nicht sein. Entschuldigung, das war so nicht geplant. Ja, so mal auf die Stelle einen Schatz gefunden. Nix, da drüben. Sehr gut, mein Freund. Zeit zu verschwinden, Nix.
wir auf Kurs? Natürlich nicht. Rechts abbiegen. So viel dazu. Okay, wir müssen jetzt hier rum. Ja, passt. Aber das ist es. Signal erkannt. Nicht jetzt. Na, ich glaube, das ist es. Oder auch nicht. Na schön, dann schauen wir mal. Nee, ist er nicht. Schauen wir mal. Schusswechsel mit Typen vom Huttenkartell. Schlimm. Aber am Ende haben wir sie erledigt. Aha. Aha.
Da unten. Das muss es sein. Aber das passt von der Position nicht. Nee, das ist es nicht. Verdammt. Also letztendlich, das Ding, was wir hier sehen, hätte ich jetzt fast gesagt... Na du komm. Och du komm. Danke. Signal erkannt. So, wenn wir das jetzt so drehen, so, ne? Und wenn wir das so gucken, das ist es. Das ist es hier auf alle Fälle. Bin ich mir ziemlich sicher. Das hier ist der Felsen, der kleine, den wir hier sehen. Ich glaube, der ist bloß hier ein bisschen anders positioniert. Verschwinden wir hier. Ordnung, stabiles Signal. Nee, Scheibenkleister. Oder wir sind hier nicht richtig. Was ist das da? Oder wir... der sieht auf der einen Seite genauso aus wie auf der anderen. Das kann natürlich auch sein. Warte mal, ich guck mal kurz da zu dem... Ganz ruhig. Meine Glückssträhne hält an. Aber das mit dem Turm passt schon eher. Hat er gesagt, er will dorthin, wo ein Türmchen ist. Hier kommen wir nicht rein.
Gar nicht mal schlecht. Nee, gar nicht mal schlecht. Okay, da können wir... Ich suche gerade hier eine Stelle, wo wir hochklettern könnten. Oder irgendwie reinkommen. Okay, ja nicht. Oh, warte mal, hier ist auch noch so ein Füßchen draußen. Natürlich auch sein. Nee. Na schön, dann schauen wir mal. Abkata, sehe ich jetzt gerade. Nee. Nee, kein offizieller Weg. Ist ja echt kein Weg. Wow. Da laufen wir die ganze Zeit drum rum und nichts ist hier. Ordnung, stabiles Signal. Nee, das hier sieht... Warte mal, das geht, glaube ich, eher... Oder auch nicht. Ich bin wahrscheinlich völlig falsch. Aber da leuchtet was. Ich glaube, hier kommen wir eher rein. Da ist was zum Hochklettern, glaube ich. Ah, schöner Blick. Hier können wir uns wieder runterlassen. So, jetzt haben wir einen Schatz von dreien gefunden. Wow.
Das ist jetzt der... Ja, okay. Dann könnten wir hier drüben noch gucken. Landezone. Oh, jetzt haben wir hier einen Schnellreisepunkt. Ah, oh, warte mal, kommt die schnell hierher? Da. Hier geht's aber auch noch rein. Alles verschachtelt hier. Achso, das ist ein... Oh, hier ist ein Nebel. Aber nur ein Schatz. Griff, die sehen uns. Nix, verkriech dich. Ja. Nicht schlecht. Alles noch dran. Die sind echt seltsam, die hier manchmal kommen. Ich weiß noch nicht, was sie vorhaben. Hier hoch. Das Gute ist, dass es hier keine Ausdauer gibt, die einem verloren gehen könnte beim Klettern. Ich weiß nicht, ob ich da rutschen kann und dann mich ranhangeln kann. Wird aber wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Wahrscheinlich ist es bloß ein Rückweg hier.
Schade. Ich probiere es trotzdem mal. Nein. Irgendwas ist hier noch. So, hier kommen wir bloß wieder runter. Ach, das kann doch nicht alles sein. Oder uns fehlt hier noch eine Fähigkeit. Aber dann steht es normalerweise da. Ne, dass wir weitere Sprünge machen können oder so. Oder im Sprung den Kletterhaken ranhieven können. Nun gut. Soll jetzt auch nicht so das erstrebenswerteste sein, ne? Blick auf die Uhr. Muss noch ein bisschen was machen. Machen wir hier an der Stelle Feierabend. Ich gehe bloß noch hier runter. So. So. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns ja, morgen wieder. Mal gucken, was wir morgen spielen. Ob so hoch ist das nicht. Genau. Und ja. Schlaf gut, träumt was Schönes und bis dahin. Euer Firefox.